Cello spielen bedeutet für mich Leidenschaft und Intensität. Der 19-jährige Thurgauer Elias Wendel spielt seit 11 Jahren Cello. Heute wollen Elias und sein Vater hier in der Krischona in Weinfelden ein Stück üben. Oliver Wendel ist Klavierlehrer und Kirchenmusiker. Was ich am Cello liebe, ist erstens die Vielseitigkeit. Man spielt eigentlich durch alle Musikepochen durch. Mega cooles Stück. Eben im Worship kann man es mega gut brauchen für experimentelle Musik. Und das Zweite, was ich liebe, ist einfach der Klang, der so berührend ist. Meine Familie ist nicht so die klassische Musikfamilie, wo ich jetzt so ab 4 ins Kunst gegangen bin oder so. Meine Mama war Kindergärtnerin und konnte darum viele Instrumente können. Und darum hatte ich auch einen Blockflötenunterricht bei ihr und habe so schon mal ein bisschen Noten lesen gelernt. Das war cool. Und bei meinem Papi ist es cool, dass er Jazz- und Popularmusiker ist und ich so auch Sachen spielen, die ich jetzt sonst nie spielen würde. Wir spielen immer in der Kirche, so ein bisschen poppige Arrangements. Während 3 Schuljahren konnte Elias in der Sekundarschule von der Begabtenförderung Musik profitieren. Um aufgenommen zu werden, muss man sich bewerben und vorspielen. Ich war jetzt noch nicht so der grösste Über, aber ich war auch musikbegeistert und es hat dann Prüfung bestanden. Und ich war mega dankbar um die Zeit. Also, es war so prägende Zeit und man konnte so viel lernen im Musikbereich. Die vergangenen 4 Jahre hat Elias Wendel die pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen besucht. Die Besonderheit dieser Mittelschule ist, dass man neben der Matura auch das pädagogische Grundjahr absolviert. Ich hatte während der 4 Jahre ganz viele Praktika, wo man schon vor Klasse stehen musste, wirklich von Kindergarten bis Sek. Man hat auch ganz viele Fächer, Didaktik, Pädagogik etc., ganz viele musische Fächer. Das war für mich mega cool. Um nach der Matura an der Zürcher Hochschule der Künste Musik zu studieren, übte Elias zu Beginn des Jahres 2021 für die Aufnahmeprüfungen. Aufgrund von Corona-Maßnahmen wurden dieses Jahr die Prüfungsbedingungen angepasst. Man musste dann einfach ein Video machen und das einschicken. Ist natürlich cool, wenn man mehrere Versuche hat, aber das ist alles doof. Also es ist viel ekliger. Also jeder würde lieber einmal einfach spielen und dann hat er es hinter sich. Aber ich war dann einfach recht froh, als ich es dann einfach abgegeben habe. Dann das lange Warten auf den Entscheid der Hochschule. Elias kommen plötzlich Zweifel, ob er wirklich eine Musikkarriere anstreben will. In dieser ganzen Übungsphase ist mir der Realität bewusst worden, dass man vielleicht doch nicht ganz so ultra gut ist und dass, wenn man den Weg als Musiker einschlägt, dass niemand auf einen wartet. Und beim Musikstudium müsste ich auch jetzt 6 Jahre mindestens studieren und zuerst mal ein mega teures Cello kaufen und so. Es ist schön, wenn es so viele gute Musiker gibt, aber gleichzeitig ist natürlich die Konkurrenz einfach enorm gross. So viele Kinder werden von früh auf da gefördert. Und wenn man halt als Kind das mehr hobbymäßig gemacht hat,
ist es einfach unglaublich schwierig. Und dann eben die ganze Wettbewerb und Konkurrenzkampf, lange Orchesterprobe. Es ist auch körperlich mega anstrengend und die Nervosität von jedem Konzert und finden wir jetzt einen Job oder nicht, das ist schon sehr herausfordernd. Und im Moment bin ich einfach in der Lage, wo ich mir das nicht zugetraut habe. Elias bekommt den positiven Entscheid, dass er an der Hochschule zugelassen wird, doch er entscheidet sich dagegen. Aber es ist überhaupt keine einfache Entscheidung gewesen, weil die ganzen Jahre und ganzen Stunden, die man am Cello verbringt und übt und frustriert ist oder glücklich ist und Tränen hat in den Augen oder lacht, das sind so viele Emotionen und darum ist so etwas viel schwieriger zum Loslassen. Ich glaube fest, dass Gott uns in vielen Entscheiden den freien Willen überlässt, weil wir sind freie Menschen, aber es ist natürlich schon so, ich habe mir ein bisschen überlegt, wie kann ich ihm am besten dienen. Und das kann man mit der Musik auf jeden Fall. Aber als Lehrer kann ich auch in die Mission gehen oder vielleicht, also als Primarlehrer tut man einfach die Kinder so viel prägen. Bei mir war es auf jeden Fall so gewesen und das finde ich eben auch cool. Und jetzt habe ich mich einfach entschieden, dass ich 2 Jahre lang die Lehrausbildung mache. Und nachher habe ich viel mehr lokale, finanzielle und zeitliche Flexibilität. Hier im Jazzclub 8570 in Weinfelden hat Elias Wendel seine Matura-Arbeit vorgestellt. Jazz-Cello. Auch sonst ist er musikalisch experimentierfreudig. Micha Gasser begleitet ihn dabei auf dem Handpan. Meine Wünsche für die Zukunft mit dem Cello wären einfach, dass ich noch viele coole Stücke erarbeiten und präsentieren vor Publikum. Am liebsten wäre natürlich irgendein Cello-Konzert mit dem Orchester, aber das ist ein Traum. Und sonst würde ich einfach offen bleiben, neue Wege entdecken mit dem Cello. Vielleicht mit Loop-Gerät und E-Cello anfangen zu arbeiten.